Inner Summer, the best in you. Erwecke deinen inneren Sommer durch Einklang von Körper, Geist und Seele. Strahle dein Licht. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade selbst eine Dankbarkeitspraxis gemacht und war inspiriert von Steffen Lohrer, selbst eine Dankbarkeitsmeditation für dich aufzunehmen. Und vielen Dank, Steffen, für diese wundervolle Begleitung. In meiner Praxis dürfte ich gerade erfahren, dass das Herz 100.000 Mal für dich schlägt. Jeden Tag. Ist das nicht alleine schon ein Riesenwunder? Starten wir mit der Meditation. Wenn du noch im Bett liegst, dann streck dich gerne einmal ganz lang. Und mache genau die Bewegung, die dir gerade gut tut. Ganz intuitiv. Schaue gerne auch noch mal kurz aus dem Fenster, wie die Sonne für dich scheint. Sie scheint immer, auch wenn sie heute vielleicht leicht bedeckt ist. Und wenn du die Sonnenstrahlen siehst, dann erfreue dich daran. Das Licht der Sonne erhellt unser Gemüt und unser Herz. Es tankt uns auf mit Vitamin D3 und nährt uns mit so viel wundervoller Wärme. Von Herzen danke. Wenn du soweit bist, dann schließe sanft deine Augen. Lege deine Hände heute gerne mit den Handflächen nach innen gerichtet, also nach oben zeigend, in der öffnenden Haltung. Wenn wir unsere Hände öffnen und in die empfangene Haltung bringen, dann kommen ganz viele wunderbare Geschenke in unser Leben. Wir dürfen sie annehmen und fühlen. Alles in der Wahrnehmung. Jetzt spüre auch gerne einmal in deine beiden Hände. Spüre, wie die Energie fließt. Sehr schön. Dann atme einmal tief ein und durch den Mund aus. Noch einmal tief durch die Nase ein. Spüre, wie sich deine Bauchdecke hebt. Halte den Atem ganz kurz und tief aus, entspannen. Sehr gut. Noch einmal tief ein und tief aus durch den Mund, auch gerne mit einem Seufzen. Komme ganz bei dir an. Jetzt denke einmal an einen Menschen in deinem Leben,
für den du dankbar bist. Stelle dir die Person vor und die Eigenschaften, die du an der Person schätzt. Und wenn du magst, sprich in Gedanken ein paar dankbare Worte direkt zu deinem Herzensmenschen. Jetzt stell dir vor, wie sich dein Herz öffnet und von oben, vom Himmel, weißes Licht direkt in dein Herz einströmt und deinen ganzen Körper damit einhüllt. Es fließt durch dein Herz in deinen Bauchraum, über deine Beine, zu deinen Füßen, wieder nach oben, in deinen Herzraum, in deine Arme und Hände, bis in deinen Kopf. Schön. Und jetzt stell dir einmal vor, wie du dieses weiße Licht von deinem Herzen aus zu dem Herzen deiner gewählten Person sendest. Spüre die Verbindung. Spüre den Energiefluss. Spüre das Licht und die Liebe. Jetzt lasse das weiße Licht wieder zurückfließen und nimm es ganz in jeder deiner Zelle wahr. Wie es dich einhüllt, wie es dich wärmt. Wie es dich mit Licht durchflutet. Und jetzt stell dir einen Moment vor, für den du so richtig dankbar bist. Einen Moment in deinem Leben, der dich sehr geprägt hat. Mit ganz viel Dankbarkeit und Liebe eingehüllt hat.
Du kannst das Gefühl verstärken, indem du dich fragst, warum bin ich dafür so dankbar? Was hat diesen Moment so besonders für mich gemacht? Und wenn das Gefühl ganz da ist, in deinem ganzen Körper, in deinen ganzen Zellen, dann lass es zurückfließen in dein Herz. Diese Energie wird dich auch in deinem Alltag begleiten. Dein Herz dient wie ein Nektar für dich, auf den du immer wieder zurückgreifen darfst. Und jetzt denke zurück an eine Entscheidung in deinem Leben, an eine Entscheidung, für die du sehr dankbar bist, dass du sie getroffen hast. Und auch hier wieder der Anwendungsverstärker. Was hat diese Entscheidung so bedeutsam für dich gemacht? Warum bist du gerade für diese Entscheidung so, so dankbar? Sehr schön. Wenn sich heute keine Entscheidung gezeigt hat, dann ist das auch völlig okay. Jede Praxis ist anders, jede Meditation ist anders. Deshalb wiederhole ich Meditation ganz oft, weil ich sie jedes Mal anders erleben darf. Alleine dafür bin ich unendlich dankbar. Meditation ist wie ein Muskel, den man jeden Tag trainiert. Von daher lade ich dich ein, diese Praxis täglich zu wiederholen, um dich ganz mit diesem Gefühl auszufüllen und mit Liebe und Licht in den Tag zu starten. Fühle noch einmal diese lichtvolle Kraft in deinem Körper. Es kann sich auch ausdrücken durch ein leichtes Kribbeln in deinen Händen. Oder auch ein Gefühl von Energie, was du wahrnimmst unter deinen Füßen, die dich durchs Leben tragen. Es kann auch eine andere Körperstelle sein, die du jetzt in dem Moment ganz besonders gut spürst. Schau achtsam hin. Jetzt umhülle dich noch einmal mit dem Gefühl der tiefen Dankbarkeit. Und
und lasse auch dieses Gefühl wieder in dein Herz einströmen. Du wirst Wunder erleben, wie dich dieser Nektar nährt. Ein so großes Geschenk. Und jetzt spüre noch einmal in dich hinein, wie dein Körper noch immer von dem weißen Licht durchflutet ist. So hell wie die Sonnenstrahlen. Und jetzt lasse dieses Licht sich noch etwas weiter ausbreiten. Über deinen Körper hinaus. Über den Raum hinaus, in dem du gerade liegst. Über die Wohnung oder das Haus hinaus, in dem du gerade bist. Und wenn du draußen bist, bis zum Himmel. Bis zum Universum. Das kannst du dir auch vorstellen, von innen heraus. Stell dir einfach vor, wie die Sonnenstrahlen, wie die Strahlen deines Herzens auch durch die Wände hindurch strahlen. Strahle dein Licht hinaus in die Welt. Du bist wundervoll, so wie du bist. Du bist einzigartig. Du bist Licht. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in den Tag. Namaste. Inner Summer, the best in you. Erwecke deinen inneren Sommer durch Einklang von Körper, Geist und Seele. Strahle dein Licht.